Mein Name ist immer noch Bernie Meyer. Ich bin Autor, Journalist und war mal Musiker. Vor ein paar Monaten bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich erst in seinen Bann gezogen hat und dann nicht mehr losgelassen. Ein schreckliches Verbrechen, geschehen mitten in meiner alten Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein haarsträubender Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof namens Hinterkaifeck. Eine Antenne Bayern Produktion. Okay, ja, schön, dass es klappt. Zunächst mal die Frage, was machen Sie denn aktuell beruflich, Frau Mattis? Ja, ich komme eigentlich aus der künstlerischen Ecke. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert und bin seit über 10 Jahren selbstständige Designerin. Sophie Mattis hat die Hinterkaifeck-Ausstellung in Ingolstadt designt. Sie ist Teil des Teams um hinterkaifeck.net und Frau Kaptur hat sie mir als Gesprächspartnerin empfohlen. Auch deswegen, weil sie sich in einem Themenbereich bei dem Fall besonders gut auskennt, über den ich bisher noch gar nicht richtig sprechen konnte. Erstmal frage ich sie aber nach dieser seltsamen, gruseligen Obduktion der Hinterkaifecker Leichen. Die Vorstellung, dass da Leute auch quasi, was da abgesperrt war, wie viel man da zuschauen konnte, aus welcher Entfernung, aber theoretisch ja öffentlich der Kopf abgeschnitten wurde, was ja durchaus eine sehr blutige Angelegenheit ist und eigentlich auch unser Vorstellungsvermögen auch übersteigt. Also das wird ja in den seltensten Horrorfilmen wird es ja in dem Detailgrad abgebildet. Das finde ich schon ganz unglaublich, dass das halt zu so einer Selbstverständlichkeit offensichtlich gehört hat. Das wurde dem Gerichtsarzt ja gerade noch in der Schulung auch irgendwie nahegebracht, kurz vorher. Ja. Wie er das zu machen hat. Und dann gehen die ja mit den Köpfen, dann werden die präpariert. Wissen Sie, wie dieser Präparationsvorgang, wie man sich das vorstellen muss? Nur ungefähr in etwa muss man sich das so vorstellen, dass diese Köpfe erstmal von dem Weichteil befreit wurden und dann letztendlich ausgekocht wurden. Wobei dann nochmal die Kalotten abgetrennt wurden, also die, ich weiß nicht, ob das der Fachausdruck ist, aber die Schädelspitze, würde man sagen, also einfach diese Schale, die obere Schale. Ja, ich im Detail weiß ich jetzt nicht, wie die Verletzungsmuster, ob die dann schließlich markiert wurden oder wie das dann. Da wäre es wirklich interessant, mal eine Expertenmeinung dazu zu hören, die sich historisch auch mit diesen Techniken auskennt. Warum hat man das gemacht? Die ausgekocht und nochmal quasi die Kopfplatten nochmal abgetrennt? Also mein Kenntnisstand ist, dass es damals durchaus üblich war, bei schweren Kopfverletzungen so vorzugehen, um das einfach untersuchen zu können. Ich weiß nicht, inwieweit das mit eine Rolle gespielt hat. Es war ja wirklich, wir hatten den Faktor der Entfernung von München und dem Tatort. Dann waren die Leichen ja schon einige Tage unentdeckt dort zu liegen gewesen. Inwieweit das jetzt eine Rolle gespielt hat, dass man gesagt hat, man nimmt jetzt die Köpfe mit und macht die Untersuchung in Ruhe vor Ort, wo die ganzen Experten mit ihren technischen Möglichkeiten sitzen. Da kann ein Experte sicherlich sehr viel mehr dazu sagen, aber es war wohl nicht unüblich, so vorzugehen. Puh, not your average Telefonat am Morgen, sich über abgetrennte Köpfe und das Auskochen derselbigen zu unterhalten. Frau Mattis formuliert sehr bedacht und vorsichtig. Das scheint eine Eigenart der Forumsleute zu sein, stelle ich fest. Nun aber, nachdem wir die Vorgeschichte besprochen haben, kommen wir endlich zu dem Thema, zu dem sie am intensivsten recherchiert hat. Es gab einen Dr. Josef Böhm in Nürnberg, der hatte eine Gesellschaft gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, okkulte Phänomene speziell auch im Bereich der Kriminaltelepathie zu erforschen. Und durch Mitglieder seiner Gesellschaft, die wiederum verknüpft waren
durch Bekanntschaft mit einigen der Ermittler, die mit dem Mordfall Hinterkaifeck befasst waren, hat dieser Dr. Böhm aus Nürnberg es geschafft, seine Mitglieder dazu zu motivieren, sich in den Fall einzubringen. Und zwar mit Hilfe seiner Medien. Das waren zwei Damen, mit denen er hauptsächlich gearbeitet hat. Und er hat sich da quasi angeboten, den Ermittlern angeboten über die Kontakte, die er hatte. Und diese Kontakte kamen durch Korpsbruderschaften zusammen. Also einige der Ermittler, die mit Hinterkaifeck befasst waren, waren ehemalige Korpsbrüder von Mitgliedern dieser Nürnberger Gesellschaft. Und so kam der Kontakt zustande, dass die quasi sich angeboten haben. Also es war nicht so, dass die Ermittler die Hellseher kontaktiert hätten, sondern umgekehrt. Wie es in den meisten Fällen eigentlich, die ich gesehen habe, war es eigentlich ausschließlich sogar so, dass sich Hellseher Ermittlern angeboten haben, niemals aber umgekehrt. Wir sind mitten im mystischen Teil von Hinterkaifeck. Die Polizei hat sich also Medien aufschwatzen lassen, um in dem Fall zu ermitteln. Vermutlich war der Ermittlungsdruck einfach so hoch, dass man jede Spur und jede Hilfe angenommen hat, die man kriegen konnte, selbst wenn sie so ungewöhnlich wirkte. Das nenne ich wirklich mal in alle Richtungen ermitteln, wie es im Tatortdeutsch heißt. Also es war so, dass damals ein Kriminalkommissär und ein Staatsanwalt mit den Schädelkalotten der Mordopfer nach Nürnberg gefahren sind und dann fanden 3 Tage lang spiritistische Sitzungen statt. Mit diesem Dr. Böhm, der diese Gesellschaft zur Erforschung okkulter Erscheinungen in Nürnberg hatte, in dessen Privatwohnung. Und die Sitzungen liefen so ab. Also wir haben uns liegen die Mitschriften aller 3 Sitzungen vor. Die wurden damals möglichst wort- oder so weit als möglich wortgetreu protokolliert. Und die liegen uns heute vor. Also wir können ganz schön nachvollziehen, wie so eine Sitzung ablief und wie diese Medien gearbeitet haben. Der Leuchner hat in seinem Buch diese Protokolle aufbereitet und die Szenerie einmal beschrieben. Wie der Staatsanwalt Renner da mit den Schädeldecken im Gepäck, einem Seil und einer Brieftasche, beides Tatortfunde, nach Nürnberg zur Seance fährt und was er dort erlebt. Gespannt schaut jetzt Staatsanwalt Renner mit Dr. Böhm und einem Kriminalbeamten der Nürnberger Polizei auf das Medium, das ihnen nur als Fräulein Jü vorgestellt worden ist. Die Frau hebt gerade das Paket mit den Schädeldecken der Erschlagenen hoch, ohne zu wissen, was darin ist. Von dem Paket, sagt sie, geht eine Todeskälte weg. In seltsam abgehackten und unvollständigen Sätzen meint sie schließlich, dass da etwas drin sei, das nach Rache schreit. Plötzlich scheint sie die Opfer vor sich zu sehen. Unvermittelt fragt sie, sind die Leute katholisch? Und nachdem Staatsanwalt Renner dies bejaht hat, will sie wissen, ob in dem Zimmer des kleinen Buben auch ein Weihwasserkessel hing. Zwischendurch legt sie das Paket mit den Schädeldecken wieder auf den Tisch, greift nach der verpackten Brieftasche, legt sie beiseite und kniet sich unvermittelt auf den Boden. Es ist, als würde sie auf allen Vieren in eine enge Höhle kriechen wollen. Dann bemüht sie sich, das Zimmer zu beschreiben, in dem der kleine Josef erschlagen wurde. Nach einer kurzen Pause fährt sie fort. Wie kann man denn ein Kind umbringen? Und spricht von einem schwarzen Mann. Sie sehe nun mehrere Männer, korrigiert sie sich, wie sie dastehen und miteinander reden. Wieder nimmt sie das Paket mit der Brieftasche und fragt, Carla heißt keiner? Dr. Böhm lässt jedes Wort mitschreiben. Wissen Sie, sagt die Hellseherin, ich muss nämlich erst in die Menschen hineinkommen. Wenn ich drinnen bin, dann komme ich vielleicht auch weiter. Aber das Wort Carla muss ich immer wieder sagen. Vielleicht hat das doch einen Zusammenhang mit irgendjemand anderem? Für einen Außenstehenden klingt das alles äußerst wirr. Da fallen die Worte Schirmfranzel und dann wieder ganz klare Sätze wie »Es ist ein gewisser Fluch auf der Familie«. Nachdem das Medium einmal kurz erwähnt hat, dass es die Magd am deutlichsten sieht, verlässt Dr. Böhm mit dem großen Paket das Zimmer. Er holt das Schädeldach der Maria Baumgartner heraus und drückt das Päckchen der Hellseherin in die Hand. Die hält es über den Kopf und presst nach einigen völlig zusammenhanglosen Worten heraus: Eisenbahnfahren, München, Straubing, Lokalbahn. Plötzlich fragt sie den verblüfften Staatsanwalt und deutet auf das Päckchen mit dem Schädel der Magd: Ist das von der Dienstmagd? Und ohne eine Antwort abzuwarten, fügt sie hinzu:
Es ist sonderbar, dass sie sich gar so stark zeigt. Sie deutet nun an ihre rechte Schläfe, verzieht ihr Gesicht und meint, da spüre ich einen Schmerz, wie wenn der Knochen verletzt wäre. Als die Hellseherin den Fluchtweg der Täter zu beschreiben versucht, kauert sie sich auf den Boden und verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Jetzt sehe ich eine große Stadt mit einem Fluss und einer Brücke. Dann fallen die Namen München, Straubing, Landshut. Alle merken nun, dass das Medium erschöpft ist und aufhören möchte. Die Frau will von Staatsanwalt Renner wissen, ob in dem Päckchen etwas Persönliches von der Magd drin ist. Als Renner nickt, meint sie, darf ich es aufmachen? Wieder nickt Renner, setzt aber hinzu, ich weiß nur nicht, ob Ihnen das dann angenehm sein wird. Nun braucht Fräulein Jü unbedingt eine Pause. Dr. Böhm lässt ihr heißen Tee servieren. Nach einer Weile bittet sie, die Sitzung mit ihr in einem anderen Raum fortzusetzen. Dr. Böhm schlägt sein Arbeitszimmer vor. Dort legt sich die Hellseherin gleich auf den in der Ecke stehenden schweren Divan, drückt ihr Gesicht in ein Kissen und sagt, der es getan hat, der hat keine Ruhe, und zwar wegen der Dienstmagd, dadurch wird es herauskommen. Nun spricht sie flüssiger, fast ohne Pausen. Die Person ist noch ganz jung, die leidet furchtbar, ich höre sie beten, die Toten lassen keine Ruhe. Wieder fällt die Ortsangabe Regensburg, dann Simmelsbach, Oberverrieden und Thalheim. Mit einem tiefen Schnaufer bringt sie nun nur noch hervor, ich glaube, es geht nicht weiter. Josef Böhm geht wieder hinaus und holt aus dem größeren der drei Pakete die Schädeldecke des alten Gruber und reicht sie dem Medium. Fräulein Jü muss sich nun anstrengen. Das Weitermachen fällt ihr sichtlich schwer. Sie buchstabiert erst ein E, meint dann, durch das E komme ich auf Ebrach. Dann ist sie wieder in Gedanken in Hinterkaifeck und fragt, ob dort in der Nähe Bodenarbeiten durchgeführt worden sind. Endlich beschreibt sie einen der Täter als ungefähr 30 Jahre alt, der so etwas Ähnliches wie Militärkleider trage und den auch der alte Gruber gekannt haben soll. Nach einigen Minuten bricht Dr. Böhm die Sitzung ab. Fräulein Jü hatte zuvor noch gesagt, ich glaube, wir müssen doch aufhören, es ist vergeblich, scheint mir. Zwar hatte sie dann noch die Brieftasche aus dem Mordhaus ausgepackt, in die Hand genommen, sie aber dann wortlos wieder hingelegt. Da es schon Abend geworden ist, will Dr. Böhm am nächsten Tag weitermachen, mit einem zweiten Medium. Das klingt schon beim Zuhören anstrengend. Dieses Medium, diese Fräulein Jü, die hat anscheinend wirklich alles gegeben. Aber was wissen wir eigentlich über sie? Was kann ich über das Fräulein sagen? Es war eigentlich ganz tragisch. Also ich habe als wir vor ein paar Jahren ihren bürgerlichen Namen herausgefunden haben. Es war ja erstmal, mussten wir eine Zuordnung finden. Fräulein Jü ist ein Pseudonym. Wer kann diese Frau wirklich gewesen sein? Und wir haben dann über Archive relativ schnell ihren Namen herausgefunden. Den können wir ja sagen, der steht ja auch bei euch. Genau, das war die Frau Helene Schnelle. Und das war ihr Mädchenname. Später war sie verheiratete Jürgens und daher kam das Pseudonym Fräulein Jü. Und als ich mich auf die Suche nach ihr als Person begeben habe, bin ich auch dem Vorurteil aufgesessen, dass alle diese Medien betrügerische Absichten hatten, sich bereichern wollten und gelogen haben. Und ich musste dann feststellen, bei ihr war es tatsächlich ein ganz anderer Fall, sondern sie hat sich tatsächlich nachweislich nie finanziell bereichert. Also bei ihr war nicht die Motivation in betrügerischer Absicht, Geldeinnahmen zu generieren durch das Anbieten ihrer Fähigkeiten, sondern bei ihr war es tatsächlich so, sie war Mittelpunkt einer Gesellschaft, die im Nürnberger Raum und bis nach München hin ihr Aufmerksamkeit beschert hat. Sie hat, denke ich, wirklich an ihre Fähigkeiten geglaubt, bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt gerade bei den Hinterkaifecker Sitzungen sieht man schon sehr deutlich, dass sie auch weiß, mit welchen fragwürdigen Mitteln sie arbeitet. Mhm. Also es ist so ein Hin und Her zwischen an sich glauben, sich für was Besonderes halten, die Aufmerksamkeit genießen. Also solche Fälle gab es auch. Das Medium als Medium. Sich inszenieren, sich interessant machen, das war die wichtigste Motivation für Fräulein Jü. Man stellt sich direkt vor, wie sie melodramatisch die erschöpfte Seherin gab. Aber vielleicht war ja doch was dran an dem, was sie gesagt hat.
Vielleicht hat sie ja wirklich etwas gesehen, was sonst niemand gesehen hat. Polizei damals konnte, das kann ich schon lange, denke ich mir und rufe eine alte Bekannte meiner Familie an, die Franziska, genannt Franzi. Hallo Franzi, das ist schön, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen mit uns zu telefonieren und ein paar Fragen zu beantworten. Also vielleicht nur so die Vorgeschichte. Bei Hinterkaifeck, du hast ja das Buch gelesen, da geht's ja, da werden ja Medien befragt oder auch Sehende. Und du bist jetzt die einzige in meinem Bekanntenkreis, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, die ich kenne, die so ein bisschen, auf die Bezeichnung so ein bisschen zutrifft. Und ich kenne dich nicht gut, ich kenne dich von früher, aber meine Tante, und wir haben uns einmal gesehen, und für mich war das eigentlich ein sehr, also ich kann mich sehr gut erinnern an das Erlebnis. Und dann dachte ich natürlich, wenn wir mal jemand brauchen, der uns da helfen kann in der Angelegenheit, dann muss es natürlich du sein. Das war völlig klar, und das ist umso toller, dass es jetzt irgendwie klappt. Und jetzt frage ich dich einfach ein bisschen ein Loch im Bauch. Also du musst mir jetzt auf jeden Fall mal sagen, wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Also du bist ja, sagst du bist ein Medium oder wie bezeichnet man das? Oder wie ist deine Selbstauskunft? Also ich würde vielleicht sagen, dass ich, ja, Seherin vielleicht. Seherin? Ja. Ja. So Wahrsagerin hört man wahrscheinlich nicht so gern, oder? Das ist zu... Das hat immer so einen Rummelcharakter, deswegen würde ich es nicht so gerne haben. Ja, das dachte ich mir. Und Franzi, was machst du was hast du im richtigen Leben gemacht oder arbeitest du noch? Nein, also ich bin schon in Rente, bin 71 Jahre alt, und im richtigen Leben war ich Büroangestellte, ich war Mama und Ehefrau, und ich war noch bis zur Rente, war ich noch Verkäuferin. Ah. Und du hast gesagt, du bist aber auch so eine Art Beraterin, oder? Auch für viele Leute. Ja, weil ich auch Lebensberatung früher gemacht habe. Also in den Jahren, bis ich mit 50 Jahren wieder angefangen habe zu arbeiten und noch keine Arbeit hatte, habe ich auch Lebensberatung gemacht. Die Franzi, das ist Kai Gspinnerte. Das hört man direkt. Eine Frau mitten aus dem Leben. Woher kommt also ihre Beschäftigung mit dem Übersinnlichen? Kannst du sagen, woher das kommt? Also ist das irgendwie... Das weiß ich. Ich bin bloß eine Malerin, und eines Tages habe ich eine Person angeschaut, die war blau angezogen, und dann habe ich die Augen kurz geschlossen und da habe ich sie ganz rot leuchten sehen, und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist denn da los, das kann doch nicht stimmen. Ich habe in der Schule gelernt, wenn du auf was Rotes schaust und hast ein weißes Blatt nebenan und schaust dann auf das weiße Blatt, dann siehst du die Gegenfarbe von Rot, das wäre grün, von Blau ist gelb, also Rot und Blau passt nicht zusammen. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen und habe mir meine Augen untersuchen lassen und gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, fehlt gar nichts. Und dann, eigentlich durch Zufall bin ich draufgekommen, dass ich wahrscheinlich die Aura lese, weil ich lasse mich mein ganzes Leben lang führen. Das heißt, ich, wenn in eine Bücherei reingehe, dann lasse ich mich irgendwie, ja, man kann sagen, führen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich genau will, aber ich bleibe dann immer vor irgendwo stehen, also vor einem Regal stehen, und finde genau das, was für meine Situation gerade richtig ist. Okay, die Geschichte, die kommt aus der Pistole geschossen, die erzählt sie sicher nicht zum ersten Mal. Wie sehr ich das aber glaube oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Ich finde es sehr klar, wie sie das erzählt. Angenehm unesoterisch, irgendwie pragmatisch, und deswegen kann ich mich sehr leicht darauf einlassen. Ich habe Franzi vor unserem Gespräch das Buch vom Leuschner geschickt und sie gebeten, mal zu schauen, ob sie da irgendwas fühlt oder sieht. Und jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis. Also die Hinterkaifeck-Forschung gliedert sich ja im Prinzip in zwei große Theorien. Das eine ist, es ist ein persönliches Drama gewesen. Das heißt, der Mörder hat seine Opfer gut gekannt. Oder es war eher eine Art Raubmord oder eher eine spontane Eskalation von Gewalt. Nein. Wo der Mörder das Opfer maximal oberflächlich gekannt hat. Nein, da kann ich dir gleich eins sagen. Also was mir als allererstes aufgefallen ist, bevor ich das Buch bekommen habe, habe ich mir hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, Kommunist.
Kommunist steht für mich als Synonym das Mensch, der Russe ist oder in Russland lebt. Also Kommunismus steht auf alle Fälle für Bolschewismus, praktisch für Russland steht es. Das war also auf alle Fälle etwas, was wichtig war. Dann habe ich gesehen gehabt, dass der kleine Junge, der Josef, ist Dreh- und Angelpunkt. Und zwar im Sinne von, als Zeichen davon, dass also diese Familie inzestuös gelebt hat und dass das wahrscheinlich also den Vermutungen der Leute gegenüber gedacht worden ist, dass der Josef das Kind von dem Andreas und seiner Tochter ist. Also das heißt, da ist der moralische Aspekt auch dabei, dass man sagt, dann ist es eh schon wurscht, das kann man alles ausrotten. Also das ist eine schlechte Familie, was weiß ich. So in der Richtung. Also ich denke, dass, und ja, und dann ist mir noch was aufgefallen. Also der Begriff, worunter dieser Mord geschieht, ist Rechtschaffenheit, habe ich mir aufgeschrieben. Wobei das Wort Rechtschaffenheit auch beinhaltet Recht schaffen. Das heißt, irgendetwas ist im Vorfeld nicht so gelaufen, wie es vielleicht abgemacht war, wie es vielleicht ausgemacht war. Und deswegen ist im Nachhinein jemand gekommen und hat gesagt, wir richten das jetzt. Also das ist auf alle Fälle familiär, ist das mit der Familie und zwar mit dem Karl hat es zu tun. Also mit seinen Geschwistern und mit der Familie hat es auf alle Fälle zu tun. Du meinst den Karl Gabriel, der eigentlich im Krieg gefallen ist? Ja, und eigentlich, was mir auch noch aufgefallen ist, es müsste eigentlich noch einer von seinen Geschwistern vermisst sein. Der müsste noch, er hätte noch einen Vermissten gegeben ich glaube, dass der Mörder ist. Und also den Mann habe ich so gesehen, er wird ja beschrieben, dass am Wald dann ein Mann steht. Und da habe ich also einfach einen Menschen gesehen, der schmächtig ist, also kein dicker Mann, eher schlanker Mann, ungefähr 1,70 Meter groß, 1,75 Meter groß. Und vom Alter her hätten eingeschätzt so zwischen 25 und 30 Jahre alt. Und wenn ich mir das Bild angeschaut habe, hinten in dem Buch, wie der Karl Gabriel ausgesehen hat, dann hat der junge Mann ihm ähnlich gesehen, war aber nicht der Karl Gabriel. Ja, der hat zwei Brüder auf einem Hof, der quasi fast benachbart ist. Also wir sind auch vorbeigegangen, der Gabrielhof ist nicht weit weg. Ja, aber die beiden sind es nicht, weil ich habe ja gelesen gehabt, dass die sind ja einbestellt worden bei der Polizei und sind ja wieder freigelassen. Und es muss noch einen geben. Und es ist derjenige, der eigentlich vermisst ist in der Familie. Okay, gut, da muss ich vielleicht wirklich nochmal kurz mal nachlesen. Da ist mir jetzt nichts geläufig, aber das ist interessant. Okay, wow. Das sind mal Neuigkeiten. Der Karl Gabriel hatte also einen Bruder, von dem niemand weiß, der vermisst wurde. Und das war der Täter. Das ist es zumindest, was die Franzi bei diesem Fall gesehen hat. Und ich würde mir auch wünschen, dass es stimmt, dass plötzlich eine ganz andere, eine neue Spur aufgeht, von der niemand auch nur irgendetwas geahnt hat. Da muss ich natürlich direkt unsere Expertin aus dem Forum, die Frau Kaptur, fragen. Wissen Sie was von einem vermissten Bruder? Nein, die Gabriels hatten 6 Söhne und 3 davon, inklusive dem Karl Gabriel, sind im Krieg geblieben. Die sind alle gefallen und die waren auch nicht vermisst und sind nie mehr aufgetaucht. Und die anderen 3 haben überlebt, sofern sie damals im Krieg waren. Und die wurden auch alle 3 dann Ende der 30er Jahre verhaftet. Ach, die 3 waren es, die dann verhaftet wurden. Genau. Vermisst wurde keiner, nein. Naja, gut. Frau Kaptur kann auch nur sagen, was in den Akten steht. Wirklich wissen kann es niemand von uns. Vielleicht haben die Gabriels den offiziellen Stellen ja ein Kind verschwiegen. Ach, jetzt wird es aber auch wieder arg konstruiert. So haben sich die Ermittler damals vielleicht auch gefühlt. Um 8.50 Uhr fangen sie in den Amtsräumen des Tierarztes an. Das zweite Medium bekommt für das Protokoll den Namen Fräulein Bü. Es ist ein junges, nettes Mädchen, das durch übersinnliche Kräfte aufgefallen ist. Vor ihm auf dem Tisch liegt das Schädeldach des alten Gruber, eingepackt in braunes, festeres Papier. Auch bei Fräulein Bü dauert es eine Weile, bis sie sich hineinfindet. Dann redet sie fast ohne Unterlass. Aber auch ihre Sätze wirken zusammenhanglos, unverständlich. Auf einmal beschreibt sie einen Mann, der auf ein Haus zugeht, sich hineinschleicht. Die Charakterisierung heuchlerisch fällt und die Worte »Er trifft sich mit einem Zweiten«. Nun beschreibt das Medium die Tatwaffe. Etwas Langgestrecktes zum Schlagen, scheußlich, hat Schärfe, mehr breit als schmal, nicht so spitz.
Unter großen Anstrengungen schildert sie auch den zweiten Mann. Er hat etwas Scheues an sich, hässliches Lachen, noch jünger, Furche im Gesicht, im Blick etwas Stechendes, kann sich sehr verstellen. Zur Überraschung der Runde sieht das Medium auch noch zwei Frauen, eine jüngere Blonde und eine andere, die die Tat aufhalten wollte, aber von einem der Männer niedergestoßen und erschlagen wurde. Trotz aller Bemühungen gelingt es dem Medium aber nicht, den Fluchtweg der Täter genauer zu beschreiben. Fräulein Bü sieht einen Bauernhof, links Eisenbahnschienen, viele Wälder, Wiesen, einen größeren Ort, an dem einer der beiden aussteigt, einen spitzen Kirchturm, ziemlich viele Häuser. Josef Böhm wagt nun ein weiteres Experiment, von dem er überhaupt nicht weiß, wie es ausgehen wird. Er bittet Fräulein Bü, mit ihm in die Wohnung des anderen Mediums zu gehen. Dort will er mit beiden gleichzeitig weitermachen. Um 11.45 Uhr ist es soweit. Die zwei Frauen sitzen um einen Tisch. Fräulein Jü ergreift hastig den eingepackten Totenschädel des alten Gruber, springt hoch und läuft aufgeregt durch das Zimmer. »Ich muss wandern«, sagt sie. »Ich habe keine Ruhe. Ich kann mich nicht setzen.« Dann drückt sie sich den Schädel gegen die Stirn und nun reden beide Frauen gleichzeitig. Jede von ihnen sagt, dass sie einen Schlag merkt, dass es durch und durch geht. Die Szene wird nun gespenstisch. Während Fräulein Bü offensichtlich das Sterben des alten Gruber erspürt und Satzfetzen wie »Klaffende Wunde, hat zuletzt verflucht« ausstößt, gerät das andere Medium zunehmend in Ekstase. Fräulein Jü liegt am Boden, schreit mehrmals »Verfluchte Bande« lauthals hinaus. Sie hat knallrote Flecken im ganzen Gesicht, erleidet plötzlich einen Hustenanfall und es sieht aus, als würde sie ersticken. Ihre Lippen versuchen krampfhaft ein Wort zu formen. Pa, pla, pürn oder pörn, ah, nieder, 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 Bayern, Sau. Ihr Gesicht verändert sich schlagartig. Sie strahlt, schreit Schwandorf hinaus und setzt hinzu, jetzt ist mir leichter. Auch das andere Medium nennt irgendwann einmal Schwandorf als den Ort, an dem sich zumindest einer der Täter versteckt halten dürfte. Es gibt ja auch, es gab noch ein zweites Medium, ne? Die Frau Bü dann. Mhm, über die wissen wir nicht so viel. Über ihre Identität konnten wir leider überhaupt nichts herausfinden. Wir haben von ihr nur die Mitschrift der Sitzungen. Ich habe ja die Mitschriften gelesen natürlich und was ist denn Ihr Eindruck? Es ist schon wild assoziativ. Also es fallen halt einfach ganz viele Schlagwörter und ich habe ja auch unser Medium mal was daraus vorgelesen und jetzt gesagt, das ist natürlich ganz normal, weil was man da sieht oder auch was man glaubt zu sehen, es können natürlich nur unvollständige Informationen sein, weil man sieht ja quasi das aus der Sicht eines Verstorbenen oder beziehungsweise man sieht eine subjektive. Ne? Und das sind natürlich Fetzen. Das ist ja keine Überwachungskamera, die man da anzapft, sondern es sind Assoziationsfetzen verschiedenster Personen, verschiedenster vielleicht auch Stationen auf einer Timeline. Und deshalb wäre es wahnsinnig schwer, sich da konkret zu äußern. Also sie hatte da durchaus Verständnis für diese Aussagen aufgebracht. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man daraus eigentlich nichts lesen konnte dann im Fall hinter Kalfeck. Also außer dass mal der Begriff, der Ortsname Schwandorf öfter fiel, glaube ich. Naja, die Beteiligten oder die Initiatoren dieser Sitzungen meinten durchaus, dass sie was herauslesen könnten. Es gibt ja auch in der Nachfolge einen Briefwechsel oder einige erhaltene Dokumente, die belegen, dass sie aus dieser Mitschrift der Sitzungen herausgefiltert haben, was sie meinen, an Informationen gewonnen zu haben und den Ermittlern ein bisschen Dampf machen wollen. So, schaut doch hier mal nach und das wäre interessant. Habt ihr daran schon nachgeforscht? Gab es da eine konkrete Spur? Nein, natürlich nicht, weil objektiv war da nichts Brauchbares dabei, muss man sagen. Also ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, ich habe mir alle Mitschriften der Mediensitzungen genommen und habe farblich markiert, wo sind konkrete Aussagen, also wo wird konkret etwas gesagt, meinetwegen ein Ort genannt oder einfach Satzfragmente, die man als Inhalte bezeichnen kann. Und dann habe ich das tatsächlich abgeglichen mit zeitlich, mit was stand damals
zu dem Zeitpunkt, als die Sitzung stattfand, bereits in der Nürnberger Zeitung. Mhm. Also das war damals der Vorgänger der Nürnberger Zeitung, muss ich dazu sagen. Und wenn man dann den Abgleich macht, bewegen sich beide Medien tatsächlich exakt entlang der Berichterstattung. Also sie arbeiten nur mit dem, was sie ohnehin lesen konnten. Mhm. Da ist nichts Neues dabei. Alles, was neu dabei ist, ergibt sich durch Rückfragen. Ich habe dann auch markiert, wenn dann was Neues eingebracht wird. Dann ist er oft in Frageform und die Mitanwesenden, die Protokollanten, aber meistens der Dr. Böhm als Kopf der Gesellschaft und Initiator der Sitzungen, gibt unbewusst Hilfestellung. Also man merkt sehr schön, wie sich ein Medium entlangtastet an ja, nein, ich behaupte dies oder auch das Gegenteil, und er spürt durch die Reaktionen, wo geht's weiter, beziehungsweise den Faden vollends abbricht, wenn keine Informationen kommen. Also durch diese Markierungen wird wirklich optisch sehr schön sichtbar, dass da wirklich nichts Verwertbares dabei war. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe gedacht, diese kuriose Spur gönne ich mir jetzt mal. Der gehe ich nochmal nach. Aber natürlich nichts zu holen. Das, was die Medien zu sehen glaubten, hält keiner wissenschaftlichen Analyse stand. Und auch wenn ich nur zu gern alles glauben möchte, ich kann es einfach nicht. Dafür ergibt es zu wenig Sinn. Also das Medium, mit dem wir sprachen, hat sich ja auch, also hat überhaupt keine monetären Interessen und auch nie gehabt. Aber die hat sich wirklich auch versucht, da reinzudenken und zu assoziieren und auch Kommunikation, Kontakt versucht aufzunehmen. Und die hat auch eine ganz, ganz eigene Theorie dann quasi präsentiert, die zum Beispiel will, ja, das soll nicht despektierlich klingen, wenn ich sage, will für sich herausgefunden haben. Nein, gar nicht. Also ich möchte auch diese Menschen, diese Medien oder Seher, je nachdem wie sie sich nennen mögen, ich möchte die auch überhaupt nicht herabwürdigen. Denn wie gesagt, ich sehe, ich und auch Ermittler von damals, die Fachbücher darüber geschrieben haben, es zeigt sich ganz klar, es gibt solche und solche. Es gibt welche, die in betrügerischer Absicht, um sich zu bereichern, absichtlich täuschen. Und dann gibt es welche, die wirklich selber davon überzeugt sind, Fähigkeiten zu haben und ihre vermeintlichen Fähigkeiten wirklich zum Allgemeinwohl einsetzen wollen. Und dann gibt es natürlich die Zwischenabstufungen, die Menschen, die dazwischen sind und beides so miteinander vereinen. Ich möchte niemandem Böses unterstellen. Ich glaube wirklich, dass die meisten an sich selber glauben. Heißt aber nicht, dass das tatsächlich auch so ist. Frau Mattis versucht hier eine Art Drahtseilakt, aber ich kann und möchte ihr auch folgen. Sie scheint eine pragmatische, skeptische Frau zu sein, die sich nichts vormachen lässt. Trotzdem hat sie sich anscheinend schon so viel mit den Medien und dem Übersinnlichen rund um Hinterkaifeck und der Zeit damals beschäftigt, dass sie das nicht einfach als Spinnerei abtun mag oder kann. Man könnte fast sagen, die Übersinnlichen sind ihr ans Herz gewachsen. Und mir auch irgendwie. Man begegnet doch auch sicher Vorurteilen. Also dass viele Leute sagen doch sicher, das ist, das glauben sie nicht oder vielleicht. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das geht mir hinten vorbei, weil das ist ganz gar nicht jeder sieht und viele Leute glauben das nicht. Und ich habe auch etwas gelernt. Ich bin 71 Jahre alt, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg, seine eigene Melodie hat, um ans Ziel zu kommen. Es gibt ja den schönen Spruch: Viele Wege führen nach Rom. Und es muss nicht unbedingt mein Weg der richtige sein oder der richtige für eine Person sein. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, die auch zum Ziel führen. Also das kann ich eingestehen und das lasse ich zu. Das finde ich einfach in Ordnung. Die Franzi hat natürlich recht. Die einen glauben dran, die anderen nicht. Wie weit einen das in einem Kriminalfall bringen kann, keine Ahnung. Den bisherigen Ermittlungen hat es auf jeden Fall nicht so richtig weitergeholfen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Können Sie was damit anfangen? Wie gesagt, das Thema, was mich hält, ist eher so dieses sozial-gesellschaftliche, was diesen Fall umgibt. Wie eine Gemeinschaft auseinandergerissen wird durch diesen schrecklichen Mordfall, der da passiert,
angefangen von den Gaffern, die am Tatort waren, wie Menschen dadurch geprägt werden oder wie sie sich verhalten, das interessiert mich, dieses zwischenmenschliche Gefüge. Das sehen wir ja heute auch noch, wenn vor der Haustür ein Unfall passiert, ist die halbe Nachbarschaft in Pantoffeln draußen auf der Straße und schaut zu. Und diese Gefüge sind das, die mich gleichermaßen schockieren wie festhalten lassen am, ich möchte untersuchen, wie es dazu kommt, und diese Gefüge interessieren mich. Und zu sehen, wie das im Hinterkaifeck ist, ist wirklich so schön dokumentiert von Anfang bis Ende, dass wirklich Freunde und Nachbarn zu Gaffern und zu Stammtischrednern werden. Das war übrigens auch aus meiner Sicht das Highlight der Ausstellung ist unsere Litfaßsäule, wo wir versucht haben, rüberzubringen, was die Problematik ist. Wir haben an der Litfaßsäule 7 der Haupttheorien erzählt aus der Sicht einer Tratschtante oder eines Stammtischbruders. Jeder von denen vertritt seine Theorie in der vollen Überzeugung, ich weiß aber, wie es gewesen ist. Alles andere ist Quatsch, weil ich habe Insiderwissen und ich habe gehört. Und unsere Absicht war wirklich, wenn der Besucher sich diese Litfaßsäule erschließt, dass er bei jeder der Theorien denkt, stimmt, also diese Version hat mich jetzt überzeugt, der muss es wissen, geht zur nächsten Theorie und auch diese überzeugt ihn wieder. Und wir wollen quasi vor Augen führen, dass es nicht so einfach ist, dass jeder seine eigene Theorie entwickelt und wie schnell man einfach sich darin verrennen kann, irgendetwas gehört zu haben und einfach unflexibel zu sein in einer feststehenden Theorie und sich davon nicht mehr wegbewegen zu wollen. Genau so ist es. Ich bin froh, dass Frau Mattis das gesagt hat, und ich kann ihr nur zustimmen. Jede Theorie ist glaubhaft, jede Theorie ist mehr oder weniger plausibel. Aber egal, wie man die persönlich bewertet, man kann die alle nebeneinander stellen und keine sieht so richtig schlecht aus. Vielleicht sollte ich das mal tun. Vielleicht bin ich ihm ja schon längst auf der Spur, dem Mörder von Hinterkaifeck. Ich habe mit Hinterkaifeck nichts zu tun. Ich habe 1981 zufällig einmal den Film gemacht und eigentlich, das war ein normaler Amateurfilm, und da hat man eigentlich nicht gemeint, dass der so eine Wellen schlägt. Also man dann nach über 30 Jahren immer noch. Gell? Man wird heuer im Freilichtkino, also von Turm Bauer, vorgeführt. Also es nimmt kein Ende, das Scheiß Hinterkaifeck, muss ich sagen. Ich hab andere Themen im Kopf, also nicht Hinterkaifeck. Das ist also bei mir Vergangenheit, man, das habe ich abgeschlossen und damit passt er. Also das ist, aber gut, ich kann einer schon einen Film sagen und kurze Auskunft geben, aber ein Spezialist, so wie ich oft in der Zeitung schon genannt worden bin, Hinterkaifeck-Spezialist, Fegert und so, das bin ich nicht. Dafür sind wir auch nicht da. Ich habe ganz andere Themen. Hans Fegert drehte 1981 auf Super 8 den Amateurfilm Hinterkaifeck, Symbol des Unheimlichen. Das ist ein Titel. Seitdem sahen den Film in der Region über 20.000 Menschen, wenn er denn mal vorgeführt wurde. Denn Fegert gibt den Film nicht einfach so raus. Der hat kein Interesse an einer Vermarktung. Aber wie man hört, wenn man freundlich fragt, dann zeigt er ihn einem vielleicht. Auch der Horst Seehofer hat angeblich schon höflich gefragt und den Film zu Gesicht bekommen. Und auch wir haben dieses Glück einer Privatvorführung. Mach doch, das ist nur ein bisschen zu. Jetzt muss ich noch eins fragen, bevor es losgeht, Herr Fegert. Wir zeigen ja den Film nicht, natürlich, das ist ja Ihr Film. Die Frage ist nur, wenn wir ein bisschen was vom Ton mitnehmen, nur so als Atmosphäre, das stört Sie wahrscheinlich nicht. Oder? Also da ist dann vielleicht 30 Sekunden, kommt, dann hört man, wie der Film im Hintergrund läuft. Okay, super. Ben, können wir dann tauschen?
Ich habe meinen Nachbarn so wieder zwei junge Mädels da und schon macht er wieder Lust. Ja, genau. Ja. Der alte Bock. Ja, das müssen Sie dann wirklich ausmachen. Schauen wir, wie wir weiterkommen. Wunderbare Schrift, Herr Figert. Ja, alles selber passt. Litraset und so ein Schmandl. Zwischen den Hügeln der Holledar und dem Donaumoosen, ein paar Kilometer von der Lehnbachstadt Schrobenhausen entfernt, geschah mitten im idyllischen Parktal vor rund 60 Jahren eines der grausigsten Verbrechen unserer Kriminalgeschichte. Einige Bewohner der Ortschaft Weidhofen, die in unmittelbarer Nähe des Tatortes liegt, erinnern sich heute noch genau daran, wie das Verbrechen entdeckt wurde. Für sie wurde der Name Hinterkaifeck seitdem zum Symbol des Unheimlichen. Der Film dauert vielleicht 20 Minuten und ich kann mir alles noch einmal in Ruhe ansehen und vergleichen mit meiner Vorstellung von der Tat. Mit den Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich das erste Mal von Hinterkaifeck erfahren habe und wie ich es mir jetzt vorstelle. Hier sehe ich zum ersten Mal eine komplette Rekonstruktion der Tat, der Geschehnisse auf dem Hof und was kurz vorher passiert ist auf dieser Einöde. Die Laien vom Pfaffenhofener Theaterspielkreis, die in dem Film spielen, die geben ihr Bestes, beziehungsweise haben damals ihr Bestes gegeben. Und gefällt mir ganz gut, was ich da sehe. Das ist kein Trash oder so, das ist ein Film, der mit aller Mühe bewerkstelligt wurde, die man in so ein Projekt investieren kann. Und er schafft es tatsächlich, auf mich zu wirken. Ich habe fast so ein David Lynch-artiges Gefühl, so surreal wirkt er in seinen besten Momenten. Okay, der Fegert und sein Film, das war die letzte Station auf dieser Reise. Und jetzt frage ich mich natürlich, was hat diese Reise mit mir gemacht? Diese Recherchen, diese monatelange Beschäftigung. Zu welchem Schluss komme ich denn? Wer war denn nun der Mörder von Hinterkaifeck? Wie ist das? Existiert dieses Thema eigentlich noch hier im Ort? Reden Sie noch drüber? Ja, ist das noch präsent also irgendwie? Mir gröbern selber nicht mehr. Nur wenn einmal wieder was in der Zeitung steht oder im Radio was kommt oder ein Buch erscheint wieder, dann kommen die Leute und fragen wieder, wo ist das Hinterkaifeck? Aber uns persönlich ganz wenig, das Thema. Weil nur wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt, so, die fragen, die sind aber weiß gut, woher. Was man auch so manchmal liest, ist, dass irgendwie das Thema das Dorf irgendwie immer noch spalten soll oder dass die einen zulegen, die anderen zu. Überhaupt nicht. Nein, das ist nur, der Schlittenbauer ehrt sich halt manchmal, wenn da so Sachen behauptet werden, die wo ja gar keiner richtig weiß. Gell? Hä? Da hast du dich für so eine Zeige, hey, der jetzt. Mikrofon. Hey. Jetzt haben wir nichts Schlimmes nicht. Ja. Nein, aber so. Kann man schon über die Rechnung, Mikrofon daher kommen. Aber so wird da nichts mehr geredet. Okay. Nein, es gibt auch keine Spaltungen nicht. Also. Das ist nur, wie soll ich sagen, die Medien, die machen halt das praktisch, die schaukeln es hoch. Ich würde mal sagen, das ist verjährt. Auch das ist eine Aussage. Sagen Sie einfach mal, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an das Thema denken? Ich habe nur Bier gelesen bis jetzt. Ich kann da nichts dazu sagen, ob was geredet wird oder was. Gesagt, da bin ich zu jung. Es weiß keiner Bescheid, sage ich einmal, auch vor der Gröberer nicht. Ja, das, was immer behauptet worden ist, dass wir wissen, wer das war, oder das kann keiner sagen. Ja. Das war schon also in der Anfangszeit. Da hat, es ist auch von da, sage ich jetzt einmal, nicht gesagt worden, der Schlittenbauer war es. Das war es nicht. Ja. Also für uns auf jeden Fall nicht. Gell? Das ist, irgendwo ist das einmal reingetragen worden von auswärts, aber es ist... Von dem Kommissar Müller. Ja, anscheinend. Okay. Dass du nach so langer Zeit, und wenn er kommt, dann fragt noch Hinterkaifeck, wie ein Schulkind war, da sind öfters mal gekommen, da sind Kriminaler gekommen und haben sich als Bettler ausgegeben und haben da gefragt, dass die Leute was gesagt hätten. Gell? Dabei waren sie aber Kriminaler, aber meine Mutter hat nie was gesagt. Das weiß ich noch. Ja, weil sie auch nichts gewusst haben. Hm? Weil sie auch nichts gewusst haben. Ja, ja. Was müssen sie sagen? Das kann ich sagen, wer der war, wenn sie es gesehen hat. Ne? Ja, mal, von uns sagt da niemand, was für ein Hinterkaifeck das ist.
Das ist schon gestorben für uns. Und wissen tut keiner was. Und was die Leute mal vormacht, das ist lauter Schmarrn. Was meinen Sie mit Schmarrn? Aber das kann nicht wahr ist, was ihnen die vormacht. Nein. So reden die Menschen, die dort leben, über Hinterkaifeck. Die Alten erinnern sich noch ein bisschen. Die Jungen kennen es nur noch vom Hörensagen. Wo stehe ich da? Als ich damals zum ersten Mal den Wikipedia-Eintrag zu Hinterkaifeck gelesen habe, da ging es gleich los. Da war gleichzeitig etwas Betörendes und etwas Schreckliches, also etwas betörend Schreckliches in meinem Kopf. Denn da hört es ja gar nicht mehr auf mit den Grotesken. Ich sag nur Inzest, Seancen mit abgerissenen Köpfen oder der Mörder, der nach der Tat weiter auf dem Hof bleibt. Und das alles in diesem hermetisch abgeriegelten Dorfkosmos, einem historischen Milieu zu einer Zeit, in der die deutsche Psyche nach dem Ersten Weltkrieg schon eine gehörige Delle hat und sich der Nationalsozialismus in München einnistet. Das ist alles schon ziemlich ungeheuerlich. Und natürlich habe ich gedacht, wenn wir da nur tief genug bohren und mit unserer postmodernen Podcast-Attitüde da frisch rangehen und das ganzheitlicher sehen als alle anderen zuvor, dass wir dann vielleicht auf was Neues stoßen können. Vielleicht eine neue Mordtheorie, im besten Fall auf den Täter. Aber vielleicht ist ja was viel Wichtigeres passiert. Vielleicht haben wir begriffen, was so ein Sechsfachmord mit der Gesellschaft macht oder die Gesellschaft gemacht hat, damit es überhaupt zu so etwas kommen kann. Und auch wenn der Vergleich zur Jetztzeit natürlich hinkt, ist es interessant, diese Verrohung der deutschen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg zu beobachten und sie mit der Verrohung, den Hatern und den Shitstorms und der aufkeimenden Gewalt heutzutage in den sozialen Medien und im echten Leben zu vergleichen. Nur, den Leuten damals ging es wirklich dreckig und die konnten sich wenigstens auf einen alles zerreißenden Weltkrieg herausreden. Ich hatte viel Spaß, die ganzen Hinterkaifeck-Afficionados und Experten kennenzulernen. Ob das nun der Leuschner in seinem schönen Schloss oder die Patenten-Hinterkaifeck.net-Leute in ihren ganz alltäglichen Büros waren. Und doch hatte ich immer eine gewisse Angstvorstellung, dass es mir letztlich genauso geht wie denen, dass mich dieser Fall nicht mehr loslässt, mich einsaugt. Ich habe mich fast ein Jahr mit dem Komplex Hinterkaifeck beschäftigt und natürlich ist er in meine Träume und in meinen Alltag eingesickert. Spätestens seit unserer Reise zu den Originalschauplätzen in Bayern hat sich die Gegend bei mir regelrecht eingebrannt. Das waren auch nicht immer die fröhlichsten Stunden, wenn ich in dieser Angelegenheit recherchieren musste. Deshalb habe ich zwischendrin auch mal 2 Monate Hinterkaifeck Urlaub gebraucht, bevor wir dann mit den Aufnahmen angefangen haben. Aber ich hatte mich eh schon voll reingenördet, habe überlegt, Handschriftenvergleiche vom legendären Sterbebildchen von Hagelstadt anzustellen. Ich habe mit unserem Reporter darüber beratschlagt oder gestritten, was eine Obduktion des kleinen Josefs heute noch brächte. Ich glaube, der hat sogar beim Friedhof Waidhofen angerufen, was mich wirklich ein bisschen erschreckt hat. Ich habe mich stundenlang gefragt, ob das Vieh auf Hinterkaifeck nun gefüttert wurde und welches Tier wie reagiert, wenn man es hungern lässt. Habe sogar eine Tierärztin angerufen und die hat gesagt, die Tiere werden eher phlegmatisch als laut. Nur die Kühe schreien, wenn man sie nicht melkt. Volles Euter und so. Ich habe mich ganz lange mit dem Gedanken gequält, was es mit den obskuren 700 Goldmark im Beichtstuhl auf sich hatte. Ich habe mich gefragt, ob das Seil zum Heuboden wirklich einen Zweck erfüllt hat oder nur eine Fehlspur war. Hab mir Baupläne von Flugzeugen angeschaut, die vielleicht von Freikorps als Vorgeschichte zum Fememord auf Hinterkaifeck vergraben wurden. Absurd, oder? Aber man verfällt einer fast zwanghaften Suche nach Wahrheit und Präzision. Man will den Fall auf Teufel komm raus abschließen. Denn das mag er nicht, der menschliche Geist, wenn etwas so offen und so fragmentiert bleibt. Willkürlich scheint. Denn die Willkür, die macht einem am meisten Angst. Man kann sich auch wunderbar in den ganzen Foren versteigen und auf Leute wie das Martal stoßen, jemand, der kryptische Hinterkaifeck-Haikus wie dieses hier ins Netz setzt.
Das Geheimnis ist nicht weit weg vom Gröbener Eichberg zu finden. An den Weihern sitzen alte Fischer, im Dorf steht eine Kapelle. Eine zweite Wetterfichte steht in passgenauer Achse östlich zu der berühmten Fichte am Hexenholzfeld. Mystery! Die Wahrheit mag schon noch irgendwo da draußen sein, aber sie wurde halt in einer Zeit nach draußen entlassen, in der viel zu wenig dokumentiert wurde. Einer Zeit ohne Smartphones, Kameradrohnen, DNA-Analysen und Computerarchiven. Noch nicht mal vernünftige Tatortfotos haben die hinbekommen. Obwohl, immerhin sehen die aus wie mit einem wirklich ganz geilen Instagram-Filter gemacht. Gelernt haben wir dennoch alle eine Menge von dieser Southern Gothic im Donaumoos. Ich weiß jetzt zum Beispiel, was Büchsenlicht ist. Ich weiß auch mehr über meine eigene Heimat und ihre Geschichte. Und ich habe gemerkt, wie mir hier in Berlin sternenklare Nächte über weiten Feldern fehlen. Fazit: Hinter Kaifeck war furchtbar, aber auch furchtbar schön. Und es hört nie auf. Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Christoph Lemmer, Journalist, Organisation und Produktion, Maria Lorenz Pulat ist.de und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat.